Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stehe heute für unseren YouTube-Kanal Modbox. Ja, die letzte drei Maps vor uns war die Ehrengrad. Die ist uns natürlich noch bekannt aus dem LS19. Ist in einem DLC gekommen mit einigen typisch Schweizer Fahrzeugen und Anbaugeräten. Und da hat auch zum ersten Mal dieser Elektro-Traktor Einzug gehalten in den LS19, also in den LS an sich. Und wir befinden uns hier auf der Ehrengrad. Sie hat sich vom Prinzip natürlich nicht verändert. Es ist halt von der Map-Struktur die gleiche. Natürlich sind die Produktionen, die jetzt neu sind, die von Anfang an dabei sind, natürlich mit eingebaut, weil die Map dieselben Features hat, natürlich auch wie die französische und auch die amerikanische Map. Wie zu Anfang immer, schauen wir uns gerade mal den Fuhrpark an. Da muss ich dahin, genau. So, wir haben vom Start an drei Kompakttraktoren, den Lintrack, den SKE15, den Elektriktraktor, wie gerade schon angedeutet, und den Bührer. So. Dann gibt es Mähtechnik, diesen Handmäher, ne? Elbi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es mir leid. Ja, Autos, Pickup, Lizard Pickup, standardmäßig Anhänger, auch so wie auf den anderen beiden Maps. Blue haben wir hier diesmal. Schon Mähtechnik, das ist ja für den Elektro-Traktor zum Beispiel, den Wender, weil die Ehrengrad natürlich eher auf so auf die Tierhaltung schielt. Das kennt ihr aus dem LS19. Ein Schwader, Ladewagen, eine Ballenpresse ist schon mit dabei, um die Ballenpresse vom Feld zu kriegen, ein Wassertank, zwei Stück sogar. Frontlader brauche ich jetzt nicht zeigen, zeige ich euch jetzt, aber es sind halt so Kleinigkeiten, ne? Frontlader, Werkzeug, Ballenspieß, eine Schaufel und zum Schluss noch ein Gewicht, damit man auch nicht umfällt. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier das Zielmenü? Nee, guck mal, zuerst mal kann ich euch ein bisschen das Zielmenü zeigen. Es sind zwei Arten von Kühe aktuell jetzt hier in dem Kuhstall. Einmal Brown Swiss, also Schweizer Kühe, ne? Switzerland. Und die typische Holstein-Kuh, die man so kennt. Ihr seht hier gesund 100%, Reproduktion auch 100%. Das heißt, die Produktivität ist aktuell bei 0. Wasser als 1260 Liter und aktuell keine Milch. Futterleistung, das ist diesmal neu. Es gibt einen Gesamtwert, den man in den Stall einbringen kann, den man quasi mischen könnte. Die meiste, also die höchste Produktivität ist natürlich bei Effektivität, ist bei der Mischration, die ihr natürlich über Mischrationen im Verzug also kaufen könnt oder über den Mischfutterwagen produzieren könnt und hier einfüllen könnt mit den jeweiligen Zutaten. Ich glaube, Heu, Silage und jetzt hier gibt es noch mal so eine Mineralfutter-Zusatz, so eine Palette, die kann man mit einfüllen, um noch mehr, also um noch eine bessere Leistung hinzubekommen. Oder Heu und Gras. Aber schön, dass ich mal die Kühe mal zeigen kann. Wir können auch gerne mal zu den Kühen hingehen, weil Giants hat wirklich großen Wert auf diese Tiere gelegt. Ihr hört es auch jetzt hier, man sieht wirklich so eine Art, also das Fell ist angedeutet, auch die Bewegung, wie die Kuh liegt. Auch wenn sie gleich aufsteht, seht ihr, die ploppt nicht einfach auf, sondern die steht wirklich auch wie eine richtige Kuh. Erst die Hinterbeine, dann die Vorderbeine. Bei den Tieren muss ich wirklich sagen, da gibt es natürlich nochmal ein separates Video zu. Auch die seht ihr da. Ne? Gibt es ein separates Video zu, weil das so umfangreich ist, weil die Tiere sind echt schön geworden. Auch die Schafe, die Schweine, die suhlen sich, die laufen auch mal einen Schritt schneller. Also die traben nicht immer nur, sondern ja, in Anführungszeichen setzen sie ein bisschen im Sprint an. Also ist richtig gut. Könnt ihr euch wirklich darauf freuen. Gibt natürlich ein separates Video zu. Ja, sonst, die Ehrengrad an sich hat sich, wie gesagt, nicht verändert. Klar, manche Gebäude wurden vielleicht aktualisiert. Ne? So ein bisschen die Ladestation kennt ihr aus dem LS19. Ne? Die Hallen, klar, sind neue Hallen, auch neue Silos verbaut worden. Aber vom Prinzip her hat sich da nicht viel getan. Wir können ja mal einfach mal in die Stadt springen. Ne? Da seht ihr halt auch immer hoch. Ne, Verkehr ist an, ihr seht den Shop, da hat sich nicht viel geändert. Also das ist eigentlich alles identisch geworden, außer dass halt diese neuen Parameter von Giants alles, was ein LS22 jetzt noch attraktiver macht, wurde natürlich hier mit eingepflegt, damit wir auch auf dieser Map quasi den vollen Spielenspaß haben mit Produktion, mit den neuen Tieren. Aber trotzdem hat die Karte null an Flair verloren, also es wäre jetzt wirklich gelogen, wenn jetzt sagt, es hat sich in irgendeiner Form verschlechtert, also das stimmt nicht. Definitiv nicht. Also da, wer das sagt, der lügt. Bin ich ganz ehrlich. Ne, ihr seht, weiterhin ist da oben das Hotel. Die Landschaften sind gleich und der Zug fährt hier natürlich auch durch
so an der Stadt entlang, teilweise durch die Stadt. Deswegen möchte ich euch auch gar nicht allzu sehr mit dieser Map jetzt hier aufhalten, weil die ist euch auch bekannt. Alle, die das DLC haben, können das, kennen die Map natürlich, ne? Und wie gesagt, es ist die Käserei, die kennt ihr auch aus dem. Es war ja damals schon so, wo wir alle gedacht haben: Oh, geil, da gibt es richtig was, aber guck mal, die Käserei mal kaufen. Ihr seht da unten, ne? Gehört meiner Farm, Butter, Käse. Das heißt, ihr müsst natürlich Milch hier hinbringen, damit auch die Produktion dann starten kann. Nein, aber die Map hat auch an Flair nichts verloren. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich bin auch wirklich dankbar, dass Giants und auch McManus uns den Key hat zukommen lassen. So konnten wir, so können wir natürlich für euch vorproduzieren. Aber ihr seht ja, es ist damit eine schöne Gegend hier. Das kann man nicht alles sagen. Wie gesagt, falls noch irgendwas ist, was euch interessiert zu der Map, schreibt es mal ruhig in die Kommentare. Weil dann gehen wir da gerne nochmal gezielter drauf ein. Aber ich glaube, euch interessieren mehr so die Fakten, Produktionsstätten, Tiere und so weiter. Dementsprechend möchte ich dieses Video nicht extrem in die Länge ziehen. Zur Not schaut gerne auf Modbox vorbei. Dort gibt es auch zum LS19 quasi die Ehrengard, wurde im DLC ausführlich auch von McManus vorgestellt und ein, zwei anderen aus dem Team. Da ist die Map dann nochmal komplett deklariert. Und das Einzige, was ich wirklich gerne hatte, sind vielleicht ein, zwei Hofgebäude. Plus natürlich das Wichtigste, die Produktion, die Verkaufsstellen. Das ist das, was dazugekommen ist. Sonst ist sie vom Prinzip her einfach gleich geblieben. Deswegen, es müsste doch eigentlich in der Videobeschreibung ein Link sein zum alten Alpine DLC vom LS19. Dort werdet ihr dann auch dann das Video finden, was dann halt, wo die Map natürlich im kleinsten Detail vorgestellt wird. Nur jetzt euch jetzt hier auf Biegen und Brechen das nochmals vorzukauen, empfinde ich als ja nicht sinnvoll, weil ihr wollt andere Facts sehen und hören und dementsprechend glaube ich, beenden wir das Ganze hier. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, falls euch doch irgendwas interessiert, schreibt es rein. Dann gucken wir uns das an und werden euch dann zur Not ein Video zu bringen oder euch eventuell die passenden News dann unter den Kommentar schreiben. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mod-Vorstellungen mehr zu verpassen. Ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.